Eva Berger, das erste Mal. Bitte. Haben Sie Angst? Ja, nein. Also. Bitte können Sie mir Auskunft geben. Ich suche meinen Mann, Stefan Berger. Er kam im April 45 in Gefangenschaft. Danke. Maskenbildner. War's nicht gut? Wir wollen die Haare doch ein bisschen zurücknehmen, weißt du? Dachte erst, das geht so, aber ist natürlich ganz blöd. So am besten zu einem Knoten. Erich. Ja. Mach sie ganz hart. Und leise, bitte leise. Leise? Strang, Nacht, so, ja, fest. Und jetzt bitte ich um Ruhe. Zunächst, Kind, versuchen Sie mal, das holde Lächeln wegzulassen. Das hat doch überhaupt keinen Sinn, wie? Wieso lächle ich denn? Dann können Sie grinsen. Lassen Sie den Mund ganz locker. So, alles ganz weich. Seien Sie so, wie Sie sind. Mehr will ich ja gar nicht. Nicht so viel Rot auf den Lippen. So, jetzt haben Sie wieder Ihr Gesicht. Wischen Sie sich den Rest selbst weg. Warten Sie, machen wir nachher. Das passen Sie auf. Wenn wir die Szene jetzt nochmal machen, dann stellen Sie sich Folgendes vor. Ein Neger, bitte. Neger. Psst. Machen Sie die Augen zu. Augen zu, bitte. Ihr Mann ist vermisst, Ihr Stefan. Sie sind auf der Suchstelle. Sie wissen nicht, ob er noch lebt. Ja? Vielleicht ist er tot. Vielleicht ist er elend krepiert. Mach fertig. Besser so. So wie Sie jetzt aussehen, Fräulein, kriege ich das ganz von selbst. Matsch jetzt nicht mehr! Wirklichkeit ist ganz schön, aber Kunst ist auch nicht schlecht. Die schafft es nie. Einschalten. Klappe bitte. Probeaufnahme Eva Berger, 5. Mal. Bitte. Bitte können Sie mir Auskunft geben. Ich suche meinen Mann, Stefan Berger. Er kam im April 45 in... Am nächsten Tag sah sich Tornau gemeinsam mit Eva die Probeaufnahmen in der Vorführung an. Sagen Sie, wo war er damals? Damals war er gerade für uns zu Hause in Waldenburg. Er hatte einen schweren Beinschuss und konnte nicht recht laufen. Und als die Front immer näher kam, da wollten wir fort. Aber er kam in dem letzten Zug nicht mehr mit. Er kam nicht mit, dass ich fortführen. Dadurch kam er in Gefangenschaft. Ich bin schuld daran. Ich hätte ihm auf den Zug helfen müssen, aber ich dachte in der Verzweiflung nur an mich. Danke, gut. Sehen Sie, da hatten Sie es. Das war der richtige Ton, weil Sie gar nichts mehr dachten, nur fühlten. Wenn das alles so wird wie die letzten Sätze, dann können wir den Film zusammen machen. Sie brauchen nur zu sein, wie Sie damals waren. Sie sollen alles noch einmal erleben. Wie es damals war. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ich hätte ihm auf den Zug helfen müssen, aber ich... Alles wieder erleben. Passen Sie auf, dass die Szene auf dem Zug. Da habe ich Sie ins Gefühl hineingehetzt. So, bitte, Sie stehen auf dem Trittbrett. Halten Sie fest, Zug fährt auch. Erinnern Sie ganz genau, es ist damals die Nacht, in der Sie ihn verloren haben. Sie wollen fliehen, aber hier kann ich nicht. Schauen Sie hin! Schauen Sie hin, was sollen Sie tun? Zurück zu ihm oder weiterfahren? Er stolpert, er stürzt, Sie schreien!